Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Marvel's Guardians of the Galaxy. Weiter geht das. Was zum Flark? Es sind zwei! Zwei was? Mantis? Haben diese Dinger irgendwas mit dem zu tun, was wir suchen? Nicht eindeutig. Aber ich denke eher nicht. Was meinst du, Quill? Neue beste Freunde? Du kriegst das hin! Gleich gibt's Schnittchen! Seht mal! Ach, schon gut, ihr seid beschäftigt. Das ist der Lohn dafür, dass wir der Käfer-Lady folgen. Wenigstens ist hier nicht dieser unheimliche Nebel. Nein, ich glaube nicht, dass du mit denen kommunizieren kannst. Habe ich platt gemacht und dann ausgezählt. Du rockst, Peter. Aber sowas von. Bereit machen. Jawohl. Die müsste ich kennen. Ubu, spürst du das? Oh, ja. Vielleicht freuen sie sich nur sehr, uns zu sehen. Darauf würde ich nicht hoffen. Du bist dran! Jawohl, Groot! Meine Klinge kratzt diese Dinger kaum an! Bomben lösen jedes Problem! Mach Ausschnitt aus ihnen! Du hast keine Chance! Ich bin Groot! An diesen Teil erinnere ich mich. Hier passiert etwas Schlimmes, etwas, das wir vermeiden müssen. Mantis? Hier drüben. Okay, ich mag Drax genauso gern wie ihr alle, aber ich habe diese blöde Höhle hiermit offiziell satt. Müssen wir hier denn vermeiden? Der fiese Grüne ist in einem Ozean aus Lügen verloren. Wir müssen ihn ans Ufer bringen. Und wir müssen gleichzeitig im Positiven verwurzelt werden. Wir sind ein Rettungsangriff. Das Positive ist nicht gerade unsere Stärke. Du hast dich schon immer unterschätzt, Gamora. Rocket, kannst du da reinkriechen? Wozu? Damit was immer da drin lebt, mich fressen kann? Die Steingesichter. Was immer wir suchen, befindet sich jenseits oder unter oder hinter einem dieser Gesichter. Na, was meinst du, Rocket? Ich wette, du kannst für uns einen Weg zurückfinden. Okay, wie auch immer. Hier drin riecht's nach faulen Stacheleiern. Okay, ich mache die Ladung scharf. Trete zurück! Ich glaube nicht, dass das die ist, in der er uns umbringt. Danke, Rocket. Da ist wieder dieses Gefühl. Das Fell in meinem Nacken stellt sich auf. Ich spür's auch. Wie ein paar Augen, das dich beobachtet. Wirklich siehst ein du geworfen? Das fiese Grüne? Dort müssen wir sein. Hey. Ja, eigentlich zu den fiesen Grünen. Ich sehe etwas, aber es ist neblig. Ja, Mantis. Wir laufen doch schon los. Übrigens danke an Rocket, dass er uns den Weg aufgemacht hat. Wenigstens sind die Kristalle recht hübsch. Na, ich habe schon bessere Formationen gesehen. Die sehen aus wie normale Silika. Ich sehe was, was du nicht siehst. Deine Rinde kribbelt? Ich würde ja fast ins Wasser springen, wenn das gruselige Kribbeln dadurch wegginge. Siehst du das, fieser Grüner? Dort müssen wir sein. Hey, Groot, Kumpel, kannst du das anheben? Ich bin Groot. Ich bin Groot. Groot will wissen, wie lange es noch dauert. Ich sehe etwas, aber es ist neblig. Kannst du das hochheben, Groot? Ich bin Groot. Was haben dir die Kotati noch über diesen Ort erzählt, Mantis? Haben sie auch den Teil erwähnt, dass es dumm ist, ihn zu betreten, weil er einfach super gefährlich ist? Oh ja, er ist sehr gefährlich und uralt. Eine uralte Gefahr. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist?
Okay. Heb das Ding hoch, Groot. Ich bin Groot. Das ist gut. Siehst du das, fieser Grüner? Dort müssen wir sein. Und was gibt's hier? Einmal natürlich Ressourcen, um eine Verbesserung herzustellen. Ich sehe etwas, sonst aber nichts. Es ist neblig. So, einmal aufladen und... Ich sehe was, was du nicht siehst. Hab da einen grünen Bereich gedrückt. Jawohl. Siehst du das, fieser Grüner? Dort müssen wir sein. Oh, ist auf jeden Fall hier falsch gewesen. Ich sehe etwas, aber es ist neblig. Hast du was gefunden, Peter? Da drin ist nichts, was Drax retten könnte. Gibt es irgendwo noch ein Gesicht, Mantis? Mantis? Hä? Oh ja, diese Höhle hat viele Gesichter. Verstehst du? Darunter. Ich sehe was, was du nicht siehst. Du siehst da draußen etwas, Mantis? Viele Dinge. Zu viele Dinge. Schatten einer Zivilisation, die einst hier lebte. Verzweifelte Gesichter, die wie ich künftige Schrecken sehen können. Und andere Schatten. Unsere. Nicht unsere. Eine Gestalt, die uns jetzt beobachtet. Oder uns damals beobachtet hat. Ich sehe Felsen und Kristallgebilde. Eine Statue, die aussieht wie ein Gesicht. Noch mehr Felsen. Deins gefällt mir besser. Ich sehe etwas anderes. Ich sehe Freunde, die bereit sind, für einen Freund zu sterben. Naja, ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird. Ich auch, Star-Typ. Ich auch. Schade, ich dachte, wir kommen so weit. Jeder von uns wird sich seinen Ängsten stellen müssen. Manche hier, manche nicht. Aber das Wichtigste ist, sich ihnen zu stellen. Naja, weglaufen ist aber manchmal auch nicht schlecht. Für dich stimmt das, Star-Typ. Hier ist ein anderer Weg. Bilde ich mir das ein oder sehen diese Kristalle echt gefährlich aus? Zerbrich dir nicht deinen Wuschelkopf. Du stirbst nur in zwei Zeitlinien durch einen Sturz aus großer Höhe. Und das hier ist keine davon. So. Und wie geht's hier weiter? Müssen wir hier mal Lasst gucken? Lasst eure Gedanken nicht wandern. Das ist unsicher. Konzentriert euch auf Drax. Ich bin Groot. Genau, um Cammy kümmern. Moment, wer ist Cammy? Lange Geschichte. Die mag ich am liebsten. Einmal dagegen schießen. Nein. Hier durch. Macht Sinn. Wir müssen auf diese Kristalle, Groot. Ich bin Groot. Aber lass Quill zuerst gehen. Will nicht, dass du noch abstürzt. So, einmal das aufsammeln. Oh, jetzt erinnere ich mich definitiv an was. Glaube ich. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ich glaube, du siehst eine Version von mir, die dich über eine Klippe schubst. Oh, kleiner Struppi. Deine Sprunghaftigkeit ist in allen Versionen von Raum und Zeit überraschend konsistent. Du bist... Mantis, wusstest du in Nowhere schon, was die Kirche tun würde? Ich weiß nicht. Ich sehe so viele verschiedene Dinge gleichzeitig, dass ich manchmal nicht weiß, wo ich bin. Versuchen Sie in allen Realitäten, die Galaxie zu übernehmen? Nicht in allen, aber in den meisten. Manchmal ist es so laut, als würde eine Basillion Schiffe gleichzeitig starten. Haben wir überhaupt eine Chance, sie aufzuhalten? Oh ja, aber nur, wenn ihr Drexy Waxy heilt. Ihr fünf seid die Einzigen, die überhaupt etwas unternehmen. Na super, wir sind die Einzigen. Die Avengers machen anscheinend nichts, oder was? Endlich! Das Gesicht der tausend Lügen!
glaube ich... Das wird uns helfen, Drax zu retten? Es will uns daran hindern, ihn zu retten. Wir suchen etwas hinter dem Gesicht, jenseits der Lügen. Willst du, dass ich sie sprenge? Das sollte nicht unsere Antwort auf alles sein. Nicht? So, wir müssen da rüber. Alle aufpassen! Nein. Aber die Richtung ist schon mal richtig. Endlich! Das Gesicht der tausend Lügen! Glaube ich. Das wird uns helfen, Drax zu retten? Es will uns daran hindern, ihn zu retten. Wir suchen etwas hinter dem Gesicht. Alle aufpassen! Danke. Normalerweise schaffst du es nicht. Die Kotati haben die Gesichter in der Dunkelheit schon mal erwähnt, aber ich... Kannst du uns hier durchbringen, Gamora? Flag drauf, ich geh rein! Nein, das darfst du nicht tun! Du willst nicht, dass ich da reinschneide? Halt, nein, nicht du! Etwas Schlimmes wird passieren! Na, super. Oh, jetzt reicht's! Ich geh rein! Rocky! Wir sprengen diese Statue, retten Drax und verschwinden! Ja, aber... Zeit, auf unsere Instinkte zu vertrauen, Quill! Die Käferlady hat gesagt, das Gesicht hindert uns daran, Drax zu helfen. Also müssen wir es zerstören. Kleiner Struppi, tu nicht, was immer du gerade tun willst. Nein, nein, oder nein. Ich bin nicht durch mit den Rätseln. Moment. Tu nicht. Lass uns manches einfach anhören, okay? Gib mir einen Tick zum Nachdenken. Was ist, wenn hier alles einstürzt? Dann müssten wir wenigstens nicht länger mit ihm streiten. Das ist keine Hilfe. Groot, sag ihm bitte, er soll aufhören. Ich bin Groot. Struppi hat schlechte Laune. Rocket! Nicht! Rocket! Er hat's gemacht. Ich sag's ja nicht zum ersten Mal, aber... Willst du meinen Plan hören? Ja. Guck nicht, sie weg! Voll Rocket. Kannst du wohl laut sagen. Das werde ich noch. Mantis? Wo ist die Matriarchin? Oh, das ist die, in der ich scheitere. Wir wollen dir helfen! Nein. Der, wo ich scheitere, bist du bestehen. Bleib bei mir. Hey, Leute! Seht euch das an! Ich bin sowas von nicht tot! Was? Du hättest uns fast alle getötet. Ab jetzt wird nichts mehr gesprengt, Rocket. Nie wieder. Das wirst du noch bereuen. Star-Typ? Bist du ein Spartoi? Warum wusste ich das nicht? Vielleicht bist du es nicht immer. Oder ich hab's vergessen. Was? Können diese Waffen schon wieder was, Quill? Er hat Drax gerettet, nachdem du uns fast umgebracht hast. Wie kann eine Knarre das? Und so wird's gemacht. Ah, meine Sprengladungen sind trotzdem besser. Sind sie nicht. Im nächsten großen Kampf wirst du mich noch anflehen, was zu sprengen. Anflehen! Im nächsten großen Kampf werde ich daran bestimmt denken. Schon wieder dieser seltsame Nebel. Seid froh, dass ihr nicht so nah am Boden seid. Oh, kleiner Struppi stirbt hier drin nie durch Gas. Nur durch Absturz, Zerschmettern, Chitauri, warte, Moment. Wasser. Hast du Chitauri gesagt? Ja, hab ich. Oder nicht? Das Wort klingt echt komisch. Der Windstoß kann Gegner in Nahkampfreichweite ziehen. Er ist sehr effektiv gegen schwer zu erreichende Gegner. Das ist unmöglich! Ich dachte, ich
diesen Schlager nie wiedersehen! Ich hatte es gehofft! Drax wird es bedauern, dass er das verpasst hat. Vielleicht ist es besser, dass er nichts davon weiß. Frag sie doch! Mann, sind wir etwa in der schlimmsten Zeitlinie von allen? Ich bin ganz deiner Meinung. Tu ihn weh, Gamora! Oder auch Zeit! Das ist, als würde man einen Pickel ausdrücken! Passt auf eure Arsch auf! Bereit! Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Rocket, entsichern und los! Da dürft ihr wieder mit Sprengstoffen spielen. Ich könnte stundenlang in die kleinen Dinger reinstechen. Quill, die Schwerkraft ist wieder gruselig. Bei unserem Glück sind Hellbenders Truppen auf der anderen Seite und warten nur darauf, uns anzugreifen. Rache durch Hellbender ist wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Ha, wie bestellt. Muss ich dich daran erinnern, dass du der Grund bist, warum sie uns jagen? Können diese Typen nicht einmal die Vergangenheit ruhen lassen? Hey, wenigstens haben sie keine Armee dieser Galadinger dabei. Das wär's doch. Mann, ich hab diese Dinger gehasst. Was hast du gesagt? Musstest du das jetzt beschreien? Hey, habt ihr bemerkt, dass genau das vorkommt, von dem ich geredet hab? Willst du dir das jetzt auch noch auf die Fahne schreiben? Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot. Da steht doch mein Name drauf. Oh ja. Treib sie zusammen, Groot. Galad im Angriffsmodus! Tödlich der Flow im Angriff! Keiner wird's kommen sehen! Der Blob hat ein Messer! Kann jemand das Wackeln abstellen? Wir müssen die Stacheln im Inneren kaputt machen! Vergiss den Galad! Peter! Anscheinend hat sogar sie ihre Grenzen! Kann's noch schlimmer werden? Klar! Wir könnten es mit diesen Kirchen-Nova-Irren zu tun kriegen! Oh, das wäre in der Tat schlimmer! Oh, bitte! Manche sagt, das Heilmittel für das Versprechen ist hier! Oh. Ja, dass die Kirche nicht fällt, wenn jemand trinkt! Ich bin bereit! Ich brauche nur eine Lücke! Sei vorsichtig! Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Das läuft doch ganz gut, der Kampf. Peter, Hilfe! Oh, Mist! Quill, pass auf! Kann uns dieser Ort denn noch alles konfrontieren? Ich will's gar nicht rausfinden! Ey, ich komm da gar nicht mehr hoch. Gamora ist am Boden, Kumpel! Ja, 2 Sekunden, ich bin gleich da! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt. Irgendwelche letzten Worte? Leute, Gruppe bilden! Ich kam hier nicht mehr ran. Wir müssen das Ruder herumreißen, Peter, schnell! Ach ja? Und wie soll das gehen? Die Dust-Mist-Gesichter haben das Schlachtfeld komplett unter Kontrolle. Sieh sie dir nur an! Da. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich auf dieses Schlachtfeld blicke? Ich sehe euch alle. Und ich bin wie hypnotisiert. Ich mein's ernst. Dank euch würde ich am liebsten rund um die Uhr nur kämpfen. Wer ist dabei? Kann's kaum erwarten, die zu erledigen. Das ist für... So sehe ich's auch. Ein durchgeknallter Weltraumbohne weniger. Ich bin gut.
einmal hier niederstrecken, die ganzen. Gamora, erledige sie! Bin schon dabei! Mit Haare! Was jetzt, Peter? Ich muss selber gucken. Einmal hier. Es ist er oder ich und ich bin's nicht gewesen. Hoffentlich hat so wird's gemacht. Bam. Nebel der Furcht. Frontal alles fokussiert. Okay, Mann? Oh, hey, Gamora, du siehst nicht mehr so traurig aus. Moment, das haben wir doch schon besprochen, oder? Ja, das haben wir. Aber diese Sache beschäftigt dich trotzdem immer noch. Welche Sache? Mir geht's gut. Konzentrieren wir uns darauf, Drax zu helfen. Er wird sich ärgern, dass er die ganzen Dinger nicht bekämpfen konnte. Ich glaube nicht, dass... Wie weit geht diese Höhle noch runter? Achtung! Mehr von diesen Felsmonstern! Vielleicht hatten wir nur einen schlechten Start. Das sind... Ich glaube nicht, dass sie sich mit uns versöhnen wollen, Quill. Oh, vielleicht... So. Ich glaube, ich spreche ihre Sprache. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Mach dein Ding, Gamora! Alles für den Rocket! Wenn sie vorhin nicht zugehört haben, werden sie es jetzt auch nicht tun. Ich sehe Vorsicht! Zerbröckelt! Geschieht ihnen recht, Dödelfelsbewohner! Dödelfelsbewohner! Nein! Will uns eigentlich alles in dieser Höhle umbringen? Wir sind auf ihrem Gebiet! Bam! Vielleicht sprechen sie einen anderen Dialekt? Rocket! Sprengung! Nach und nach kriegen wir es hin. Gar kein schlechter Ort für einen Monster-Treff. Wieder einer weniger. Weich aus! Hey, können Sie bitte aus dem Weg gehen? Wir haben schon genug Probleme. Sie denken wahrscheinlich genau dasselbe. Davon gehe ich auch aus. Ich hoffe, wir sollen auch auf diese Dinger schießen, Mattis. Weshalb machst du das Orakel mit den Insekten auf? Schwächen. Schnell ist immer besser als da. Amen, Schwester. Schwächen sind bestimmt Schläge. Wenn Sie vorhin nicht zugehört haben, werden Sie es jetzt auch nicht tun. Hackfleisch, Gamora! Wie ein heißes Messer! Hey! Ihr wisst nicht zufällig, wie wir unseren Kumpel heilen können? Ich dachte eigentlich, die sollten sich an uns anschleichen. Ja, anscheinend nicht. Ah. Aber ihr werdet sterben. Sie denken wahrscheinlich genau dasselbe. Gerade erst gesehen, dass ihr Schaden mehr bekommt durch Nagel. Ich war sicher. Durch Anziehen. Oh, vielleicht spreche ich sie nur jetzt noch nicht. Ich glaube, ich habe das Wort für töten aufgeschnappt. Oder zumindest den Grundsatz. Der Nebel scheint diese Riesendinger oder was auch immer die sind nicht zu kümmern. Vielleicht sind sie nur klug genug, nicht mittendrin rumzulaufen. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich bin Groot. Ich weiß, warum wir das machen. Und Drax wird das später auch alles zu hören kriegen. Oh, ist das die, in der kleiner Struppi eine Heldentat vollbringt? Schwer zu sagen. Ziemlich sicher, dass das wohl nicht passieren wird. Gerade du solltest bereit sein, anderen eine Chance zu geben, Gamora. Richtig. Gerade du. Dein Struppi werden das schaffen. Wie kann ein ganzer Planet hohl sein? Braucht er nicht einen Kern oder sowas? Wegen der Gravitation oder der Atmosphäre? Möchtest du sonst noch irgendeinen Fachbegriff loswerden, Gamora? Elektromagnetisches Feld? Leute... Ich weiß, kleiner Struppi, und es ist der einzige Weg nach vorn. Pips pointen. Trollmann P.
Ich wünschte, der Große würde aufhören zu schmollen und diesen Ort mit mir erkunden. So viele Ecken und Winkel wie die Frühstücksbrötchen, die wir früher hatten. Wir könnten wenigstens ein paar der Bestien hier unten bekämpfen. Er muss dieses goldene Blut wieder ins Wallen bringen. Sich die Beine vertreten, der Welt wieder zeigen, was Sache ist. Er ist seit diesen Vorfällen nicht mehr derselbe. Nur noch ein Schatten seiner selbst. Aber ich kann es ihm nicht verdenken. Heftig so was durchzumachen. Das Schlimmste hier ist diese verdammte allgegenwärtige Feuchtigkeit. Was ist los? Er sieht, was vor uns liegt. Und ich sehe, was hinter uns liegt. Ja. Nein, niemals. Auf keinen verflagten Fall. So nass sieht es gar nicht aus. Mehr so mittelnass. Ich gehe nicht durch einen verflagten Monsun. Vielleicht können wir irgendwie diese Pflanzen benutzen, um das Wasser umzuleiten. Wir sind ein Team, wir finden eine Lösung. Wollen wir uns wirklich hiervon abhalten lassen, Drax zu retten? Unbedingt. Du rettest ihn, während ich ertrinke. Wie können die hier unten überhaupt wachsen? Keine Ahnung. Aber die großen Blätter könnten nützlich sein. Wie ein Pferd. Wer was? Ja! Es ist nur eine Pflanze, keine Du-Pflanze. Und wir haben keine große Wahl. Ja, aber wir schaffen das. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Ja, woher nur sollten wir einen weiteren Schießwildigen kriegen? Gamora, klettern wir da rauf. Dann sehen wir uns das Problem an. Das Problem ist, dass Rocket sich zusammenreißen muss. Ja, viel Glück dabei. Zu Struppis Verteidigung muss man sagen, dass er schon in viel weniger Wasser ertrunken ist. Genau. Moment, was? Kommt dir das nicht absurd vor? Er hat ein Problem mit Wasser, was soll ich denn machen? Du sollst sein Anführer sein. Du kennst Rocket doch. So sieht's aus. Nein! Ich könnte wohl versuchen, sie zu sprengen. Nein! Erinnerst du dich an deine letzte Sprengung? Na dann hat nicht. Denkt euch was anderes aus. Bei der letzten Sprengung hätte er uns beinahe getötet. Müssen wir noch auf die andere Seite? Aber wie? Wie kommen wir da hoch? Das ist sogar irgendwie erfrischend. Wie eine kurze Dusche. Was meinst du, Rocket? Ich habe auch noch nie geduscht und ich fange jetzt nicht damit an. Nein. Irgendwo. Ich glaube, wenn wir von hier aus da drauf schießen. So, in der Richtung. Ich hoffe, es klappt. Natürlich nicht. Wäre ja zu einfach gewesen. Nein. Komme ich da irgendwie da hoch? Weiß, dass ich hier durchkomme.
Okay. Groot. Kannst du mich da raufbringen? Ich bin Groot. Er ist unterwegs. Sag ihm nur, wie hoch. Und rauf. Ich bin Groot. Vielen lieben Dank, Groot. Ich bin Groot. Hä? Was habt ihr alle? Ich bin Groot. Wenn ich springe, kannst du mich auffangen, oder? Finden wir es raus. Das ist nicht sehr beruhigend. Du musst nur den Sprung schaffen. Nicht lustig! Warum lassen wir ihn nicht hier und konzentrieren uns auf Drax Rettung? Er wäre auf dem Rückweg immer noch hier und falls nicht, tja. Groot würde da nie mitmachen. Darum versuchen wir es. Ja, aber wir haben jetzt alle Zock beseitigt. Oder habe ich was übersehen? Anscheinend nicht. Eine neue Blockade. Okay. Genau, warte mal. Unfassbar, es hat funktioniert. Zur Hälfte. Komm schon, jetzt ist es 50% weniger nass. Ich bin 0% interessiert. Okay, weiter geht's. Nein, anstatt er da drin vorbeigeht. Sonst noch jemand plötzlich Drags Anekdoten über Ketef? Er würde bestimmt ein paar Märchen von Ketef zum Besten geben, die zu unserer aktuellen Lage passen. Wie die Ketef-Version von Hans und die Bohnenranken. Lass meinen Rocket ziehen! Hä? Ich bin Moses! Sollen wir wissen, wer das ist? Der das Meer geteilt hat? Oh, mit seinen Tentakeln, richtig? Was? Nein! Egal. Danke, Quill. Wirklich. Ich hätte schwören können, er hatte Tentakel. Na, was sagst du, Groot? Jetzt ist das ganze Team wieder vereint. Ich bin Groot? Absolut. Ein trockener Rocket ist ein glücklicher Rocket. Ach, jetzt bist du glücklich? Oh ja, du solltest mal die dunkleren Versionen von Struppi sehen. Oder vielleicht besser nicht. Du solltest sie auf keinen Fall sehen. Kommt dir dieser enge Korridor bekannt vor, Mantis? Ich bin ziemlich sicher, das ist der nasse Teil. Ja, was bitte? Ich dachte, das war gerade der nasse Teil. Oh, es wird noch schlimmer. Viel schlimmer. Leute. Armer Struppi. Alle in Ordnung? Ich würde Sterne sehen, wenn ich was sehen könnte. Ja, das ist nicht gut. Also, wegen der vielen Zukünfte, in denen wir sterben. Ich bin Groot. Konnte er das etwa schon immer? Ich bin Groot. Er sagt, er prahlt nicht gerne. Danke, Kumpel. Ich bin Groot. Nein, ich sag's Ihnen nicht. Oh, richtig. Die Sache, die du uns in der Dunkelheit erzählst, die ist wirklich wichtig. Nein, ist sie nicht. Sei still. Ich bin... Du bist unter Freunden, Rocket. Es ist nichts, okay? Nur... Im Labor haben sie mit mir Tests in Wasserröhren gemacht. Und das war schlimm. Wirklich, wirklich schlimm. Reizentzugsexperimente auf Halbwelt. Davon habe ich gehört. Der Reizentzug war der reinste Urlaub im Vergleich zu den anderen Sachen. Und deshalb hast du es, nass zu werden. Flark! Ich hatte keine Ahnung. Mach keine große Sache draus. Ich bleib einfach lieber trocken. Das ist alles. Wie lange müssen wir noch rumlaufen und uns die Schienbeine an Felsen aufschlagen? Oh, jetzt kommt der Teil. Oh. Okay, hat noch jemand die Schnauze von Fräulein Kryptisch gestrichen voll? Ich bin hübsch. Mach mal halblang. Wenigstens scheint es dahinter heller zu sein und weniger nass. Ich bin dabei. Mantis, irgendwas Spezielles, nachdem wir Ausschau halten sollten? Ich versuche mich zu erinnern. Ich glaube, jetzt wird's irre. Jetzt wird's irre? Ach, da ist dieser unheimliche Nebel schon wieder.
Okay. Damit wissen wir, dass in der nächsten Folge auf jeden Fall hier ein Kampf vor sich geht. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Ich weiß nicht mal, wohin. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen runter. Immer runter. Tschüss.